Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von den Alphawäldern. Heute habe ich mir das Thema Reparaturen im Werkzeug- und Formbau einfach mal vorgenommen. Das kennen viele, aber ich wollte es einfach nochmal zusammenfassen, dass man da einfach wirklich viele Dinge reparieren und ändern und abarbeiten kann mit ein paar speziellen Sachen, auf die man achten muss. Also, schaut es euch an, guckt zu, ich freue mich auf euch. Bis gleich. Gut, fangen wir also mal mit dem ersten Thema an. Ich habe das hier auf einer ebenen Oberfläche einfach mal. Es geht darum, eine erodierte Oberfläche zu bearbeiten. Ich denke, der ein oder andere hatte da schon mal die ein oder andere Herausforderung mit. Das eigentliche Zaubermittel ist in dem Fall tatsächlich den richtigen Draht zu nutzen und sicherlich auch die richtigen Parameter. Ich werde das mal zeigen, werde mal einfach so eine kleine Fläche da mal aufschweißen. Ich habe mir jetzt hier einfach mal so ein paar Parameter genommen. Das ist jetzt nichts dramatisch Aufregendes, so dass wir da halt erstmal loslegen können. Also, das heißt, ich habe hier unseren ALS 4937, den man da wirklich sehr gut nehmen kann. So, ich habe mir jetzt hier einfach mal eine Halbautomatik mit reingenommen. Und wenn man das in dem Video sieht, dann hat man eigentlich hier ganz schön so im Außenbereich schöne Ringe sichtbar. Und diese Ringe deuten darauf hin, dass ich ausreichend Energie zur Verfügung habe. Sollte ich diese Ringe nicht sehen, ist es üblicherweise, dass ich einfach zu weich, zu soft schweiße, was mir dann halt einfach die Herausforderung bringt, dass ich diese Martensitschicht, die da drin ist, beziehungsweise die zwischen Grundmaterial und dem Erodierten ist, dass ich die gar nicht durchbreche. Und da müsst ihr wirklich darauf achten, dass ihr diese Schicht durchbrecht, auch wenn ihr schon vorhandene Erodierstrukturen habt. Und wenn ihr da drauf schweißen wollt, geht da nicht zu vorsichtig mit den Parametern dran. Üblicherweise nacharbeiten muss man es ja eh. Daher lieber einfach ein bisschen mehr Energie reinnehmen, dass man auch wirklich eine saubere Durchdringung dieser Naht hat. Oder besser gesagt, dieser Schicht. Genau. Ich mache das jetzt hier nur zweilagig. Wie gesagt, das Wichtige hierbei ist der Zusatzdraht und die richtigen Parameter, dass wir wirklich ausreichend Leistung haben. Ich werde das, was ich jetzt hier geschweißt habe, dann im Nachgang auch mal erodieren lassen, sodass ihr eben auch seht, wie das dann ausschauen kann, wenn wir alles richtig gemacht haben. Ja, also das ist einfach der Zauber, das wäre ein bisschen übertrieben gesagt, aber ich sag mal die Herausforderung, die vielleicht der ein oder andere von euch schon hatte, dass ich eben am Nahtende oder am Außenrand der Nähte nicht diese einzelnen Nahtränder sehe, wenn ich das dann erodiert habe. Ne? Das heißt, da ist es halt wichtig. So, der zweite Punkt, den ich hier habe, jetzt muss ich meinen Draht tauschen. Wenn wir mal schauen, dass ich den richtigen habe. Jawohl. Ich habe hier auch ein ganz normaler Werkzeugstahl, das sollte ein 2344 oder 2343 sein, den ich hier hernehme. Und da haben wir auch ab und zu vielleicht mal das Thema, dass ihr eventuell irgendwie hochglanzpolierte Bereiche habt, die repariert werden müssen. Und bei dem Hochglanzpolieren ist es immer so eine kleine Herausforderung. In erster Linie geht es da natürlich ums Schweißen, dass ich da den richtigen Zusatzwerkstoff nehme. Auch hier ist der Zusatzwerkstoff wieder extrem wichtig. Hier nehme ich meine Halbautomatik mal raus, genau. Hier ist der Zusatzwerkstoff wichtig. Ich nehme hier einen relativ harten Zusatzwerkstoff, der sich dann eben auch gut polieren lässt. Und ich habe mal hier jetzt so ein paar kleine Löcher vorbereitet. Genau, ich denke, so, man sieht das. Das jetzt in dem Video sieht man es dann halt nur zweidimensional. Ich drehe das am besten mal rum, dann kann man das ein bisschen schöner abarbeiten. Da sind wir, genau.
machen wir den Laser nochmal an, legen einfach los. Die Parameter kann ich durchaus so lassen, ähnlich wie bei dem Erodieren. Ich habe jetzt hier halt einfach nur ein 0,04er Zusatzdraht mal genommen. Das gleiche kann man natürlich auch mit dem 0,6er machen. So, jetzt geht es hier so langsam dem Ende entgegen. Ich habe soweit meine Fläche aufgearbeitet. Und die werde ich dann eben auch mal nacharbeiten, beziehungsweise nacharbeiten lassen. Auch hier ganz wichtiger Faktor einfach, es geht darum, einerseits das Schweißen, dass man das anständig wirklich aufbereitet und vorbereitet, dass das schweißtechnisch in Ordnung ist. Das Wichtige ist aber auch das Polieren. Und da gibt es wirklich Experten. Wenn man jetzt hergeht und polieren, ja, Hochglanz heißt Filz. Ja, mit dem Filz kann ich das machen. Dann habe ich aber oft, dass ich mir eventuell kleine Lunker reinziehe oder gerade die Übergangsbereiche zwischen Grundmaterial und Schweißnaht eben so ein bisschen auswasche. Also da muss man wirklich schon Spezialisten mal ans Werk lassen, speziell bei den Hochglanzpolituren. Und da kann man dann eben auch wirklich gute Ergebnisse erzielen. Alles andere funktioniert irgendwie auch, aber schön ist es dann doch nicht für viele Situationen ausreichend. Aber wenn ihr einen guten Hochglanz braucht auf eurer geschweißten Oberfläche, dann lasst tatsächlich Profis ran. Genau. Was ich noch nicht gesagt habe, ich habe mich heute auch noch mal für so einen Jacklaser entschieden, weil auch da typischerweise im Werkzeug- und Formbau möchte ich ja nicht tief in das Material eindringen. Da muss ich nicht mit einem Faserlaser dran. Kann ich machen, klar, warum nicht? Aber definitiv angenehmer für das Material ist dann eben auch der gute alte Jacklaser, der uns das Ganze wirklich sehr einfach abarbeiten lässt. Ich habe mal hier jetzt auch so einen typischen Formeinsatz. Der ein oder andere hat das natürlich schon mal gesehen. Wir haben hier so einen kleinen Einspritzkanal drin. Und ich habe mal hier einfach an der Seite so ein paar Macken reingemacht, weil das sind so übliche Fehler, die da halt passieren können. Und da muss ich halt gucken, dass ich das auch anständig, wie so schön gesagt, minimalinvasiv überarbeiten kann. Und dazu werde ich mir auch wieder einen Draht hernehmen. Das ist jetzt so ein, also da würde ich jetzt so einen tatsächlich, ja, so einen mittelharten Draht, genau, der so im Bereich Mitte 40 bis Mitte bis Ende 40 HRC liegt, der halt wirklich sich auch sehr gut und sehr angenehm verarbeiten lässt. Das ist hier in unserem Fall unser ALS3, der da durchaus sehr angenehm ist für verschiedenste Anwendungen. Genau, das schmeißen wir mal raus hier. Und da geht es hier mal gleich weiter. Genau. Ich werde jetzt hier mal ein bisschen mit meiner Frequenz runtergehen. Na, nicht so weit runter. So, das ist ganz gut. Genau. Auch da geht es jetzt mal wieder los. Ich werde mal hier mit so einer kleinen Ecke anfangen. Ich fahre da mal hin, dass man das sieht. So, wo sonst? Da ist es, jawohl. Genau, ne? Also hier, man sieht das, glaube ich, ja, auf dem Kamerabild ist es immer ein bisschen hell-dunkel, da ist es immer ein bisschen schwierig darzustellen tatsächlich. Aber ich hoffe, man kann es halbwegs erkennen. Ich habe mir jetzt mal hier meinen Draht vorbereitet. Dazu werde ich jetzt aber idealerweise meine Parameter nochmal ändern. Da gehe ich mal hier drauf. Jawohl. Zack. Das ist aus, das ist gut. Genau. Das heißt, ich mache mir mal den Laser an. Ich habe mir die Parameter jetzt soweit
mal runtergenommen, dass ich mir erstmal hier so eine kleine Schmelzbadsicherung mache. Und ihr seht jetzt, wenn ich den Draht da dran halte, wo tatsächlich die Beschädigung ist. Und ich werde genau hier den Draht unterhalb meiner Beschädigung anbringen. So, da ein bisschen oben raus, das reicht. Dann einmal hier abschneiden. Und hier mit meinem OP-Besteck das Ganze auf der anderen Seite auch noch fixieren. Zack. So, das reicht so. Dann stelle ich wieder meine Parameter um. Jawohl. Und zack. Den machen wir mal aus. Und gehen hier weiter. Da schweiße ich jetzt wieder genau mit normalen, gewohnten Parametern. Ich muss den Laser natürlich anmachen. So, und dann kann ich das, was ich jetzt hier, wo die Fehlstelle ist, das kann ich jetzt halt hier schön auffüllen. So. Und sehe auch immer dazu, dass ich nicht zu viel Energie da reinbringe, weil Energie bedeutet Wärme. Wärme muss wieder raus und Risse oder Kalt- oder Heißrisse, die kommen natürlich immer in der Erstarrungsphase. So, ne, das heißt auch hier, das reicht schon mal wieder. Anhand des Drahtes hier, ich muss so ein bisschen hin und her biegen, sieht man, dass dieser Draht so relativ weich ist, in Anführungsstrichen, nicht zu weich. So, ich guck mal, dass man das jetzt hier mal so ein bisschen drehen kann, dass man das in der Kamera auch sieht. So. Ja, ich denke, das kann man hier so ganz gut sehen. Ja. Meine Schmelzbadsicherung ist praktisch komplett heile geblieben und ich habe hier eine relativ kleine Reparatur da drin. Ne? Nächster Punkt ist hier einfach mal diesen Anspritzkanal, dass ich den hier mal zumache. Ne? Also den findet ihr dann hier. Dann rücke ich mir den mal zurecht. Auch hier gehe ich mit meiner Kippschwenkoptik mal ein bisschen dran, weil dafür haben wir die ja. Mache mir das Ganze möglichst komfortabel, logischerweise. So, das sollte ganz gut gehen. So, wo sind wir? Da sind wir, genau. So. Jawohl, genau, das ist das. Jawohl, aber ich wollte das jetzt mal so machen, genau, weil das ich... Genau, hier habe ich auch schon mal was Geschweißtes. So, hier, da habe ich jetzt praktisch meinen Anspritzkanal. Gas da rein, meine Absaugung ein bisschen auf die Seite, nicht, dass ich mir mit der Absaugung mein Gas wegziehe. Das ist auch immer so der Klassiker, der gerne genommen wird. Ich denke, der ein oder andere hat das vielleicht selber auch schon mal festgestellt, wie unangenehm das dann ist. So, dann wollen wir mal den Draht hier reinstöpseln. Genau. Und dann werde ich jetzt mal hier... Genau, ich schiebe mir so ein bisschen den Draht immer rein, so punktuell. So, zack, dass ich mir hier so eine schöne Wand baue. Ja, ihr seht das, ich schiebe den dann immer so ein bisschen durch. So, geht er immer noch durch. Das ist gut so. So, zack. Genau, und dann ist das hier drin erstmal zu. Dann muss ich den Draht wieder abkriegen. So, und jetzt mache ich das Ganze hier von der Innenseite. Zack, genau, da gehe ich einmal kurz ein bisschen Spot ein bisschen größer machen.
So, auch da erstmal ein bisschen Material rein, mit den Fingern aufpassen. So, also diese Reparatur hier von diesen Anspritzpunkten ist üblicherweise, wenn ich jetzt irgendwelches abrasive Kunststoff, irgendwelche glasfaserverstärkten Kunststoffe oder glaskugelverstärkten Kunststoffe benutze, dann habe ich natürlich immer eine sehr schnelle Auswaschung von diesen Anspritzpunkten. Dann reißen die nicht mehr schön ab. Ich habe am Spritzgussteil so einen kleinen Grat, den brauche ich da nicht, muss den wieder aufwendig abmachen, abschnibbeln oder abarbeiten, wie auch immer. Und dann ist das immer ärgerlich. Und dann kann man eben hier diesen Anspritzkanal relativ einfach zulegen. Wichtig ist natürlich auch da, dass ich hier sehr sauber, sehr ordentlich arbeite, um dann eben nachher beim Nacherodieren des Anspritzkanals eben keine Lunker da drin zu haben. Und dann sollte das Thema auch sauber gegessen sein. Ja, zack. Ja, auch hier ist es wichtig, immer mal schön drumherum ziehen, dass ich auch die Randbereiche schön mit raushole. Und wichtig ist, dass ich mir halt keine Hinterschnitte da reinlege. So, das sollte reichen. Genau, und dann freut sich der Erodierer, hier wieder eine Erodierung da reinzulegen, beziehungsweise diesen Anspritzkanal da halt wieder reinzulegen. Fällt sogar hier mein restlicher Rost raus. Ne, das heißt also, ich habe jetzt hier praktisch meinen Anspritzkanal gemacht. Gucken wir mal, dass wir das gleich noch in Großformat auch kriegen. Hab dann hier praktisch diese Ecke, die beschädigte Ecke aufgearbeitet. Und wie gesagt, ich könnte hier jetzt irgendwelche Werkzeugänderungen durchführen. Das habe ich jetzt hier drin mal schon mal vorbereitet. Das ist eigentlich so eine ganz typische Sache. Genau, so, also das heißt, das habt ihr jetzt gesehen. Und ich denke, das bringt auch so, oder das ist so ein kleiner Überblick über das, was man im Werkzeug- und Formbau machen kann. Wie gesagt, man kann hier auch noch harte Materialien mit Drähten, mit entsprechenden Drähten bearbeiten, dass ich da auf 60 HRC komme, sodass ich einfache Reparaturen habe. Das soll es aber erstmal in Kürze gewesen sein. Wenn ihr da Fragen habt, wenn ihr da Herausforderungen habt bei euch in eurer täglichen Arbeit, meldet euch gerne bei uns, schreibt gerne in die Kommentare. Wir hören uns das gerne an, sind da sehr interessiert auch über eure Meinung. Freuen uns eigentlich auf das nächste Video für euch. Und ja, würde mich freuen, das Abo noch da lassen auf jeden Fall. Und beim nächsten Mal hören und sehen wir uns wieder. Alles klar. Ich wünsche euch was. Bis bald. Ciao, ciao.